begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Partei Die Linke, heute mit unserer Vorsitzenden Janine Wissler, die zu drei Themen sprechen wird. Zum einen zur neuen Studie von Oxfam über die Reichtumsentwicklung während der Corona-Krise, zum zweiten über die Situation zwischen der Ukraine und Russland und der Reise der Außenministerin in beide Länder und zum dritten zur Situation, zur Corona-Situation und den Folgen. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Oxfam-Studie zeigt, wie die Spaltung zwischen Arm und Reich auch gerade in der Pandemie sich entwickelt hat, wie die Spaltung zwischen Arm und Reich zugenommen hat. Das reichste 1% ist noch reicher geworden. Die Spitze unter den Multimilliardären dieser Welt, die 10 reichsten Männer der Welt, haben ihr Vermögen in Zeiten der Pandemie verdoppeln können. Und das ist obszön. Und das wirft Fragen auf. Fragen nach globaler Verteilungsgerechtigkeit. Und wir brauchen eine Wirtschaftsordnung, die das Gemeinwohl vor Profit setzt. Und auch in Deutschland geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Die 10 reichsten Deutschen sind seit Beginn der Pandemie um fast 100 Milliarden Euro reicher geworden. Und sie besitzen jetzt damit ungefähr so viel wie die unteren 40% der Bevölkerung zusammen. Und das kann man nicht oft genug wiederholen, diese dramatischen Zahlen, die eben jetzt noch zugenommen haben. 10 Multimilliardäre besitzen hierzulande so viel wie 33 Millionen Bürgerinnen und Bürger zusammen. Und dass gerade dieser Reichtum während der Pandemie, wo so viele Menschen ärmer geworden sind, derartig nochmal zugenommen hat, das zeigt wirklich diese zutiefst ungerechte Verteilung, die wir in Deutschland haben, die wir weltweit haben. Weil in Zeiten der Pandemie, wo so viele Menschen ihre Jobs verloren haben, mit Kurzarbeitergeld enorme Einkommensverluste hatten, die Zahl der Obdachlosen ist während der Pandemie gestiegen und viele Menschen machen sich große Sorgen um ihre Existenz. Und deshalb, das darf so nicht weitergehen. Die Ampel ist in der Verantwortung. Wer von Fortschritt redet, der darf eben diese Ungerechtigkeiten nicht akzeptieren. Wer davon redet, Respekt den Menschen gegenüber zeigen zu wollen, der darf diese ungerechte Verteilung nicht hinnehmen. Und deswegen sagen wir, wir brauchen eine Vermögensabgabe, eine einmalige Vermögensabgabe für das reichste 0,7% der Bevölkerung. Wir brauchen aber auch dauerhaft die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Das brauchen wir zum einen, um diese dramatische Spaltung zwischen Arm und Reich, die kleiner zu machen, weil die natürlich auch demokratiegefährdend ist. Wir brauchen sie aber auch für die dringend notwendigen Investitionen im Bereich der Bildung, im Bereich der Krankenhäuser und in dem Bereich des Klimaschutzes. Wir unterstützen die Forderung von Oxfam nach einer Aufhebung der Impfpatente, weil wir weltweit die Pandemie bekämpfen müssen und weltweit das Recht auf Gesundheit durchsetzen wollen und das Programm zu einer weltweiten Armutsbekämpfung. Das unterstützen wir ausdrücklich. Und der Kampf um eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, in der alle Menschen das Recht haben, vor Armut geschützt zu sein und gute Gesundheitsversorgung zu haben, ist für uns als Linke dabei zentral. Ja, mit großer Sorge betrachten wir derzeit die Entwicklung an der russisch-ukrainischen Grenze und den sich immer weiter zuspitzenden Konflikt. Als Linke lehnen wir jegliche militärische Drohgebärden ab, unabhängig von welcher Seite. Es ist ein gefährliches Säbelrasseln und es muss aufhören. Wir brauchen Gespräche, wir brauchen Diplomatie und wir brauchen eine Deeskalation der Situation. Die militärische Aufmarsch und die Konzentration der russischen Truppen sind gefährlich. Auch die Aufrüstung der Ukraine durch die USA, die Türkei und weitere NATO-Staaten, das verschärft den Konflikt in dieser Region. Deswegen will ich an der Stelle noch mal sehr deutlich sagen, dass wir als Linke auch jetzt die Forderung der CDU nach Waffenlieferungen an die Ukraine grundsätzlich ablehnen. Wir halten das für falsch. Da darf es keine Waffenlieferungen geben. Dieser Konflikt muss diplomatisch gelöst werden und das darf nicht zu einem Aufrüsten auf allen Seiten kommen. Militärmanöver und eine massive Hochrüstungspolitik haben wir immer abgelehnt. Und in dieser schwierigen Lage würde es nur dazu beitragen, dass
Gespräche erschwert werden. Und deswegen brauchen wir Vereinbarungen zur Rüstungskontrolle. Wir brauchen konkrete Schritte, wie wir zu einer Deeskalation in der Region kommen. Und deshalb muss es eben darum gehen, Verhandlungen jetzt wieder aufzunehmen. Es geht um die territoriale Integrität der Ukraine. Wir sehen aber natürlich auch die Sorge Russlands, dass die NATO sich immer weiter in die Richtung des russischen Staatsgebiets vorgegangen ist. Und deswegen auch die NATO-Osterweiterung in dieser Form haben wir immer kritisiert. Und dringend notwendig ist eben jetzt diese Eskalation, die sich anbahnt, die zu durchbrechen. Ich will ansprechen die Corona-Situation hierzulande, denn die Inzidenzen steigen und steigen. Die kritische Infrastruktur ist gefährdet durch den hohen Anteil von Menschen, die infiziert sind oder in Quarantäne. Und jetzt, wo klar ist, dass die Schnelltests bei der Omikron-Variante zumindest nicht so zuverlässig sind wie bei der Delta-Variante, wäre es dringend notwendig, dass die Teststrategie in Deutschland endlich gewechselt wird. Die Teststrategie in Deutschland hing immer anderen Ländern hinterher. Was wir brauchen, sind deutlich mehr PCR-Tests. Das Ergebnis, das wissen wir ja von teuren privaten Anbietern, dass ein Ergebnis eines PCR-Tests sehr schnell vorliegen kann. Das kann sich nur nicht jeder leisten, aber möglich ist es natürlich, dass nach 30 Minuten da ein Ergebnis vorliegt. Aktuell haben wir eher die Situation, dass Menschen teilweise 48 oder gar 72 Stunden auf ihr PCR-Testergebnis warten und so lange in Quarantäne sind. Schnelltests sind eher eine Notlösung und ersetzen die PCR-Tests nicht. Aber aktuell haben wir die Situation, dass die Testkapazitäten überhaupt nicht ausreichen und dass sie die PCR-Tests kaum noch zeitnah auswerten können und auch die Angestellten unter massiven Überstunden leiden. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Wien. Bereits im Jahr 2020 hat sich die Stadt Wien dazu entschlossen, eine offensive PCR-Teststrategie zu fahren. So werden positive Fälle frühzeitig und vor allem auch zuverlässig erkannt und können isoliert werden. Man verhindert dadurch größere Ausbrüche und stoppt eben auch, dass es eben oder sorgt dafür, dass es nicht mehr Quarantänen gibt als notwendig. Und um das nochmal zu verdeutlichen, in Wien werden etwa so viele PCR-Tests durchgeführt wie in ganz Deutschland. Und das zeigt, dass Deutschland die falsche Strategie gewählt hat. Es wäre dringend notwendig gewesen, dafür zu sorgen, dass wir die Laborkapazitäten ausweiten. Und das ist auch jetzt notwendig, gerade wenn wir auch über die Frage von Quarantäneregelungen reden und wie man die verändern kann. Deshalb brauchen wir hier wirklich schnelles Handeln. Wir brauchen bessere Infrastruktur, das Einstellen von neuen Mitarbeiterinnen und neuen Mitarbeitern. Und dass das möglich ist, das zeigt sich eben in anderen Ländern. Und da darf Deutschland der Teststrategie nicht so weit hinterherhängen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Gibt es dazu Fragen? Bitte schön. Heute um 14 Uhr eine Pressekonferenz, in dem er seinen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Paragraphen 219a bekannt gibt. Wie steht die Linke zu diesem Gesetzesvorhaben? Selbstverständlich haben wir immer die Abschaffung des Paragraphen 219a gefordert. Klammer auf, 218 hätte gleich mit weggedurft. Das haben wir immer gefordert. Wir halten es für einen Skandal, dass im 21. Jahrhundert, dass Frauenärztinnen vor Gericht gestellt werden, weil sie über Schwangerschaftsabbruch informieren. Es ist dringend notwendig, dass betroffene Frauen die Möglichkeit haben, eben schnell und niedrigschwellig an Informationen zu kommen. Deswegen ist die Abschaffung des 219a eine ganz wichtige Forderung auch der Linken. Und wir werden uns den Gesetzentwurf anschauen. Aber wenn da das drinsteht, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, nämlich die Abschaffung dieses Paragraphens, dann unterstützen wir das selbstverständlich und werden dem zustimmen. Und das wäre eine sehr, sehr gute Nachricht für viele betroffene Frauen, aber eben auch gerade für die Frauenärztinnen, die kriminalisiert wurden und sich vor Gericht verantworten mussten. Gibt es weitere Fragen? Herr Lehmann. Co-Vorsitzende, ja, kürzlich sehr deutlich gesagt, dass sie der Auffassung ist, dass sehr wahrscheinlich die Fraktionsvorsitzenden, die jetzigen amtierenden Fraktionsvorsitzenden, nicht mehr Fraktionsvorsitzende
nach dem Parteitag im nächsten Jahr sein werden. Sehen Sie das genauso? Und dann die andere Frage, was halten Sie von der Forderung von Klaus Ernst gestern, dass es eine Neuwahl der Parteiführung mit einem verbundenen Mitgliederentscheid geben sollte? Also ich fange vielleicht bei der zweiten Frage an. Wir haben als Parteivorstand diskutiert, dass wir auf diesem Parteitag, der im Juni ansteht, die inhaltliche Erneuerung und Neuaufstellung der Linken da den Schwerpunkt legen möchten. Man muss ja auch dazu sagen, dass der Parteivorstand gerade mal ein halbes Jahr im Amt war, als zum Zeitpunkt der Bundestagswahl. Und deswegen ist das unser Vorschlag. Wenn es das Bedürfnis gibt, das auf diesem Parteitag anders zu machen, dann können wir das selbstverständlich diskutieren, am besten in den demokratischen Gremien der Partei. Das ist sicher der bessere Ort als auf Twitter, aber selbstverständlich kann man das diskutieren, wenn es ein solches Begehr gibt. Wie gesagt, unser Vorschlag ist, dass wir jetzt versuchen, die inhaltliche Neuaufstellung, die nach vorne zu stellen und aber das kann man diskutieren. Und das andere, wir haben ja besprochen, dass wir auf einem Parteitag dann im Jahr 2023 auch zu personellen Entscheidungen kommen wollen, was die Frage der Partei, des Parteivorstands angeht und auch die Frage der Fraktionsvorsitzenden. Und ich finde, das diskutieren wir dann und das diskutieren wir gemeinsam und entscheiden dann, was da zu entscheiden ist. Und ich will dem jetzt überhaupt nicht vorgreifen. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Stichwort Impfpflicht. Da gibt es diese ominösen Gruppenanträge, wo bislang ja nur der von Herrn Kubicki bekannt ist. Inwieweit ist die Linke da, sind linke Abgeordnete oder Sie daran beteiligt? Und können Sie da die Arbeit, wie sie interfraktionell jetzt hier irgendwie stattfinden soll, mal schildern? Inwieweit werden Sie da beteiligt? Und wie viele Anträge gibt es Ihres Wissens noch? Also ich will vielleicht vorweg sagen, dass ich das Verfahren schon für sehr schwierig halte, wie es jetzt stattfindet. Also ich finde es überhaupt nicht problematisch, wenn Anträge aus dem Parlament heraus entwickelt werden. Aber ich finde, in einer so entscheidenden Frage, wo ja auch der Bundeskanzler so klar Stellung bezogen hat, finde ich es schon ein ziemliches Wegducken der Bundesregierung, zu sagen, das soll alles aus Gruppenanträgen im Parlament entwickelt werden. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die Bundesregierung hier einen eigenen Gesetzentwurf macht und der eben, weil das ist ja eine verfassungsrechtlich auch unglaublich schwierige Frage. Deswegen hätte ich mir das gewünscht. Dem widerspricht ja dann überhaupt nicht, dass es auch eigene Anträge aus dem Parlament gibt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung da eben auch einen Vorschlag gemacht hätte. Es gibt jetzt das Verfahren mit den Gruppenanträgen. Ich kann für mich nur persönlich sagen, dass ich auch eingeladen wurde, einen solchen mit zu besprechen. Wir haben uns in der Fraktion verständigt und das halte ich für absolut richtig, dass wir, bevor wir die Debatte innerhalb der Fraktion geführt haben, wir uns jetzt bei der Unterschrift von dem Unterschreiben von Gruppenanträgen zurückhalten, sondern dass wir auch erst die Debatte in der Fraktion führen wollen. Und es gibt ja die Woche die Fraktionsklausur, wo das auch auf der Tagesordnung steht. Und natürlich ist klar, dass das Ob einer Impfpflicht ja auch nicht von dem Wie unabhängig ist. Das heißt also, viele Fragen stellen sich da, was ist mit dem zentralen Impfregister, was ist mit der Art und Weise, wie es durchgesetzt wird, was gilt, welche Sanktionen sollten gelten, aber natürlich auch die Frage angesichts dessen, dass wir ja wissen, dass der Impfschutz doch temporär ist, wie das darin geregelt wird. Also von daher gibt es da eine ganze Menge Fragen und wie gesagt, meines Wissens nach, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Anträge es gibt, aber meines Wissens nach hat sich jetzt bisher keine Linke unter einen Antrag gesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen es erst untereinander besprechen. Bitte schön. Wenn ich die Vorstandsklausur am Wochenende richtig verstanden habe, ging es vor allen Dingen auch um zwei Sachen, zumindest im öffentlichen Stream, nämlich einmal um Aufarbeitung des Wahlergebnisses und um Geschlossenheit. Ist die Art und Weise, wie Klaus Ernst jetzt auf Twitter die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Welt so angeht, ein Ausbund von linker Geschlossenheit?
ich korrigiere Sie ungern, aber meiner Wahrnehmung nach ging es bei unserer Vorstandsklausur auch schwerpunktmäßig um das Thema sozial-ökologischen Umbau, wie können wir Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verbinden, und es ging ja auch darum, unseren Bundespräsidentenkandidaten Gerhard Rabert und seine Arbeit nochmal vorzustellen, also auch das waren Schwerpunktthemen. Ja, selbstverständlich brauchen wir eine Geschlossenheit der Linken und ein gemeinsames Auftreten nach außen, und da ist sicher das eine oder andere nicht hilfreich. Wir sollten die Debatten in der Partei führen, in der Fraktion führen, und das ist sicher das sinnvollere Vorgehen. Herr Lehmann, bitte. Ja, Sie haben das Beispiel Wien genannt, für mehr PCR-Tests. Finden Sie denn auch, es müsste mehr Datenerhebung geben? Also sind Sie zum Beispiel, es gibt ja auch Diskussionen, ob man ein Impfregister hätte, auch wenn es keine Impfpflicht gibt, einfach, dass man mehr weiß auch darüber. Es gibt ja auch Diskussionen, welche Gruppen lassen sich nicht impfen, vieles weiß man einfach nicht. Glauben Sie, dass es da mehr Daten bräuchte? Und dann nochmal zu dem Herrn Trabert, da gab es ja Diskussionen in seiner Rede über den Vergleich, NS-Vergleich. Wie sehen Sie das? Also zu der Frage der Daten, ja, unbedingt. Also wir brauchen natürlich, um verlässliche Entscheidungen treffen zu können, natürlich mehr Erkenntnisse auch. Also auch was die Frage auch der Sequenzierung des Virus angeht. Auch da ist ja Deutschland jetzt nicht gerade, also im Vergleich zu anderen Ländern, ziemlich weit hinterher. Wenn Sie jetzt über gesundheitliche Daten sprechen, dann muss da natürlich immer, um das auch zu sagen, der Datenschutz gewährleistet sein. Aber ja, in der Tat finde ich, dass wir da eine bessere und vor allem eine systematischere Datenerfassung haben müssen. Und gerade da haben wir ja auch gesehen, dass sowohl, dass auch einfach die Gesundheitsämter dramatisch überfordert waren, aber dass eben auch wirklich, was die wissenschaftliche Herangehensweise angeht, da Daten fehlen, und deswegen ist das sicher richtig und sinnvoll, und das gilt für die medizinischen Fragen, das gilt aber auch, was Sie jetzt angesprochen haben, empirisch-sozialwissenschaftlicher Hinsicht. Also natürlich ist es notwendig zu erforschen, warum Menschen sich nicht impfen lassen, um eine Strategie zu entwickeln, um dagegen vorzugehen und Menschen für die Impfung zu gewinnen. Und wenn ich mir anschaue, wie hoch die Impfquote in Bremen ist und dass man dort eben wirklich auf aufsuchende Sozialarbeit gesetzt hat, auf Aufklärung, auf Stadtteilmanager, die dort eingebunden waren, dann ist das sicher ein erfolgreicher Weg, und deswegen hilft das natürlich, das nicht im Blindflug zu machen, sondern eben Daten zu haben und entsprechend auch Strategien zu entwickeln. Die zweite Frage, Gerhard Trabert, Rede am Wochenende. Ich habe es nicht so verstanden, und das hat er ja im Nachhinein auch nochmal deutlich gemacht, dass es sich um einen Vergleich gehandelt hat. Ich habe es nicht so verstanden, dass er die Verbrechen oder das Leid während der NS-Zeit verglichen hat mit einer Situation heute. Ich habe es mehr so verstanden, dass er gesagt hat, die Lehre muss sein, dass man niemals wegschauen darf, wenn Menschenrechte verletzt werden, wenn Unrecht geschieht. So habe ich ihn verstanden, und er hatte ja auch in der Pressekonferenz letzte Woche noch mal sehr deutlich gemacht, dass der Kampf gegen Rechts für ihn ganz wichtig ist und nie wieder für ihn gilt. Und das, alleine das zeigt ja schon, dass es da keine Vergleiche oder gibt, sondern ich habe es eben so verstanden, und das hat er ja auch noch mal deutlich gemacht. Von daher sehe ich da kein Problem. Herr Jahn, bitte. Nochmal zum Wochenende. Sie haben ja da dieses Papier sozusagen geschrieben, oder wurden nochmal in Grundzügen, ist tatsächlich um die sozial-ökologische Ausrichtung Ihrer Parteipolitik gehen soll, aber eben schon sehr auffällig, also dass diese beiden Wörter vorkommen und eben fast gleichwertig sind. Es soll ja nicht überall Konsens sein. Dieses Papier, wie ist das im Parteivorstand diskutiert worden, und wie wird das wird das eine Rolle spielen bei der Fraktionsklausur? Also das Papier ist nicht formal beschlossen worden im Parteivorstand, aber es ist diskutiert worden und hat viel Zustimmung erfahren und gab die eine oder andere Ergänzung. Ja, also beispielsweise die ganze Frage der EU-Taxonomie war jetzt in dem Papier noch gar nicht aufgeführt, weil es ja doch eine relativ neue Entwicklung war. Also von daher gab es einige Ergänzungsvorschläge auch für Fragen, die wir angehen müssen, die aber auch weit, also
unstrittig waren. Und ich halte das in der Tat für elementar, dass wir beides zusammenbringen. Also dass die Linke sowohl für wirklich offensiven Klimaschutz steht. Wir sind nicht nur der soziale Reparaturbetrieb dringend notwendiger Maßnahmen, sondern wir wollen ja Gesellschaft verändern. Und ich finde, gerade diese sozial-ökologische Transformation bietet ja auch die Möglichkeit, eben auch ja, wirtschaftliche Produktionsbedingungen auch zu verändern. Also zu sagen, wir brauchen mehr Mitbestimmung. Ja? Wir wollen Betriebe demokratisieren und die Wirtschaft demokratisieren. Wir wollen soziale Garantien. Und ich finde, das zusammen zu diskutieren, das ist die Aufgabe der Linken. Also zu sagen, wir wollen nicht einfach über hohe Preise, sondern wir wollen eben die Produktionsbedingungen, die wollen wir verbessern und verändern. Und deswegen finde ich die Frage der sozial-ökologischen Transformation die entscheidende strategische Frage auch für die nächsten Jahre, nicht also generell in der Debatte, weil darauf wird es ankommen. Wir erleben jetzt gerade die Situation bei den Werften in Mecklenburg-Vorpommern und in Bremerhaven. Wir erleben den Umbau der Automobilindustrie. Wir erleben den Verlust von Industriearbeitsplätzen. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Arbeitsplätze nachhaltig gesichert werden. Und das funktioniert eben nur über Konversion. Das funktioniert nur auch durch staatliches Eingreifen, durch einen Transformationsfonds zum Beispiel. Deswegen das zusammen zu diskutieren, halte ich für ganz dringend notwendig. Ja, und selbstverständlich werden wir diese Positionen auch bei der Fraktionsklausur zum Thema machen und auch dort diskutieren. Und ich glaube, dass da die vermeintlichen Streitpunkte vielleicht größer erscheinen, als sie real sind. Ich traue uns sehr zu, als Partei und als Fraktion, das beides gemeinsam zu machen, weil es gibt ja niemanden, der sagt, Klimaschutz ist kein drängendes Thema, und es gibt niemanden, der sagt, Klimaschutz muss man unabhängig von der sozialen Frage diskutieren. Ich halte es dafür sehr gut möglich, dass wir uns da verständigen, und ich halte es für ganz dringend notwendig, weil es eben die zentrale Zukunftsfrage für die nächsten Jahre ist, und da hat die Linke jetzt echt eine Aufgabe, weil wir sind die Opposition links von der Ampel. Und wir sind diejenigen, die genau darauf schauen müssen, dass es konsequenten Klimaschutz gibt und dass eben es soziale Garantien gibt, dass am Ende die Klimaschutzmaßnahmen nicht von denen bezahlt werden, die sowieso schon wenig haben. Und deswegen geht es auch hier um eine Verteilungsfrage. Und deswegen ist das natürlich ein zentraler Punkt für uns. Bitte schön. Der Vermögensteuer bekräftigt und nochmal die einmalige Vermögensabgabe ins Spiel gebracht. Das wären ja Forderungen, die durchaus in Teilen der Ampel auch Befürworterinnen und Befürworter hätten. Haben Sie da konkrete Pläne in den nächsten Wochen oder Monaten, meinetwegen über Anträge im Parlament, Teile der Ampel auch unter Druck zu setzen? Das ist das eine. Das andere, die Ukraine. Da haben Sie gefordert, Verhandlungen müssten weitergehen, die laufen ja. Und die NATO-Osterweiterung erwähnt. Nun ist ja die russische Position bekannt, dass letztlich faktisch die Ukraine wie auch andere Länder in einem russischen Einflussgebiet letztlich keine souveränen Rechte hätte in dem Sinne, dass sie darüber entscheiden, welchem Bündnis sie angehören oder auch nicht. Ist das eine Forderung, die die Linke so unterschreiben würde und über die man ernsthaft verhandeln sollte mit Russland? Zur Frage der Vermögensabgabe und Vermögenssteuer. Also wir haben in der Tat, ich glaube, der ist auch schon eingereicht, einen Antrag jetzt auch der Bundestagsfraktion zum Thema Nachtragshaushalt, wo sich ja das ganze Dilemma der Ampel auch zeigt, dass man eine Koalition der Modernisierung sein möchte und auf einmal merkt, ups, wenn man die Schuldenbremse für sakrosant erklärt und die Steuereinnahmen nicht erhöht, dann hat man ja eigentlich gar kein Geld und deswegen eben auf die Kreditermächtigung aus dem letzten Jahr jetzt zurückgreift. Deswegen, was natürlich für die nächsten paar Jahre mal helfen kann, aber ja auch keine dauerhafte Finanzierungsmöglichkeit ist und nicht nachhaltig ist. Deswegen wird es einen solchen Antrag geben, der die Vermögensabgabe auch nochmal thematisiert, die wir für notwendig halten, für die dringend notwendigen Investitionen. Bei der Vermögensteuer ist es so tatsächlich, dass auch SPD und Grüne das ja in ihren Programmen gefordert haben. Deswegen finde ich es sehr schade, dass die Vermögensteuer ja eigentlich schon vor den Sondierungen abgeräumt war. Also man mit dieser Position ja nicht mal in die Koalitionsverhandlungen reingegangen ist. Von daher weiß ich natürlich, dass es innerhalb von SPD und Grünen da Sympathien gibt für die Vermögensteuer. Und sonst hätte man es ja nicht in die Programme reingeschrieben. Aber es in der Praxis eben dann offensichtlich doch nicht so als so wichtig war, dass man das offensiv auch in die Koalitionsverhandlungen eingebracht hat. Wir halten das für elementar und wir werden an dem Thema dranbleiben, auf jeden Fall, weil wir sagen, wer die Umverteilung zwischen oben und unten nicht angeht,
der versündigt sich an den dringend notwendigen Zukunftsaufgaben und auch an denen, die so dringend angewiesen sind auf einen starken öffentlichen Dienst, auf die öffentliche Daseinsvorsorge, auf die Infrastruktur. Und deswegen ist das für uns eine der Schlüsselfragen in den ganzen nächsten Jahren und sicher auch die Achillesferse der Ampel, die Frage der Finanzierbarkeit ihrer Vorhaben. Ihre zweite Frage, der NATO-Beitritt der Ukraine steht ja jetzt erstmal auch gar nicht an. Also das ist ja auch seitens der NATO so deutlich gemacht worden. Ich kann sagen, wir haben immer die NATO-Osterweiterung kritisiert. Wir hielten das für einen Fehler, dass die NATO sich immer weiter in Richtung Osten ausgedehnt hat und damit auch Staaten, die hätten eine Brückenfunktion viel stärker einnehmen können, eben auch in die NATO integriert wurden. Wir halten es für notwendig, dass es von beiden Seiten, dass man über Sicherheitsgarantien, dass man von beiden Seiten das anerkennt und das darüber spricht. Und deswegen halten wir die NATO-Osterweiterung, wie gesagt, für einen Fehler und sind der Meinung, dass die NATO sich nicht nach Osten weiter erweitern sollte. Und das gilt natürlich für die Ukraine und Georgien. Bitte schön. Haben zu dem Papier. Sie sagten, das sollte am Wochenende jetzt nicht formal beschlossen werden. War das denn geplant, dass das Papier von Ihnen beschlossen wird? Okay, Sie haben den Kopf geschüttelt, dann heißt das nicht. Aber was sollte die Funktion dieses Papiers sein? Nur so ein Jahresauftakt, das sind unsere Ideen oder doch für die Fraktionsklausur kommende Woche? Es war nicht geplant, dass das Papier beschlossen werden sollte, weil wir dann einfach, dann hätte es Änderungsanträge geben müssen und all jenes. Es war ein Papier, das die beiden Vorsitzenden vorgelegt haben zu Jahresbeginn. Wir haben ja auch im letzten Jahr gesagt, wir wollen diesen Jahresauftakt explizit zum Thema sozial-ökologische Erneuerung machen. Und dazu haben wir vorgelegt, was wir dringend für notwendig halten, gerade auch in der Auseinandersetzung in den nächsten Wochen und Monaten um die Politik der Ampel. Das ist ein Diskussionspapier gewesen und jetzt eben kein Beschlusspapier. Und das ist eben dementsprechend auch im Vorstand diskutiert worden. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach auch ein bisschen runterbrechen, was wollen wir in den einzelnen Bereichen machen. Also was sind die konkreten linken Vorschläge beim Thema Energiewende? Was wollen wir anders machen beim Thema Verkehrswende? Da sehe ich übrigens einen der Schlüsselkonflikte in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass das das große Problem der Ampel ist, dass in dem ganzen Verkehrsbereich das überhaupt nicht ambitioniert ist, was im Koalitionsvertrag drinsteht und besonders ambitioniert wirkt auch der Minister nicht, was das Thema Verkehrswende angeht. Also von daher wird das sicher ein Schwerpunkt sein, eben die Frage der ökologischen, der nachhaltigen Mobilität, die für alle bezahlbar ist, das nach vorne zu bringen, Deutschland zum Bahnland zu machen, stillgelegte Strecken zu reaktivieren, das dafür zu sorgen, dass nicht ganze Gebiete, gerade auch in Ostdeutschland, vom Bahnverkehr abgehängt sind. Also das ist für uns einer der wichtigen Punkte und deswegen ging es eher darum, jetzt zu sagen, mit welchen konkreten Punkten gehen wir jetzt in die Auseinandersetzung. Es war aber nicht geplant, das als Beschlussvorlage zu verabschieden. Frage, auch wenn Sie jetzt gesagt haben, dass es Sie nicht zentral beschäftigt hat, die Analyse des Wahlergebnisses, trotzdem nochmal die Frage nach dem aktuellen Stand, wie geht es da weiter? Es gibt eine Mitgliederbefragung, die in diesen Tagen endet, vielleicht wissen Sie schon was über die Beteiligung und wann und wie gehen Sie dann mit den Ergebnissen um und informieren uns darüber? Also natürlich hat uns auch die Analyse des Wahlergebnisses am Wochenende, auch die war natürlich auch Thema gewesen. Ja, in der Tat haben wir dort eine Mitgliederbefragung gemacht. Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich Ihnen aktuell jetzt gerade nichts über die Beteiligung sagen kann. Aber das können wir gerne noch machen, weil uns vor allem auch wichtig war, dass wir eben wirklich die Mitglieder auch fragen, wo ihnen der Schuh drückt, wo sie das Gefühl haben, dass Dinge in eine falsche Richtung laufen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, einen Prozess zu organisieren. Also wir haben zum Beispiel morgen Abend wieder einen großen Mitglieder-Zoom, Susanne und ich, wo wir die Mitglieder eingeladen haben. Aber wir wollen natürlich jetzt auch diesen Prozess anstoßen mit Regionalkonferenzen, mit in die Landesvorstände gehen, in die Kreisverwaltung,
Landesverbände und dort wirklich die Debatte eben zu führen. Das macht die Pandemielage gerade nicht ganz einfach. Das ist wirklich schwierig, solche Prozesse in dieser Situation zu organisieren. Aber diese Ideen gibt es, also eben wirklich einen breiten Diskussionsprozess in der Partei auch anzustoßen. Und wir haben eine ganze Menge auch vor der Mitgliederbefragung schon an Papieren, an Anregungen, an Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft bekommen, die uns natürlich, die wir jetzt gerade dabei sind, zu sortieren und mal so ein bisschen zu clustern, irgendwie, was sind die Punkte, die besonders häufig genannt werden. Und da sind wir jetzt gerade in der Auswertung und darüber werden wir natürlich auch gerne zeitnah informieren. Da sind wir jetzt gerade noch dabei, eben auch diese vielen, vielen Rückmeldungen, die es gibt. Dafür möchte ich mich auch herzlich bedanken bei den Mitgliedern der Partei, die jetzt ein bisschen eben zu strukturieren, zu sortieren und auszuwerten. Ich darf die Zahl noch ergänzen. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Es sind 14.000 Parteimitglieder, die sich daran beteiligt haben. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche und wir freuen uns, Sie in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.